Also, ich heiße euch herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Man hat sich eine ganze Weile nicht gehört. Wenn sich meine Stimme jetzt ein bisschen so anhört, als ob ich gerade schon eine Weile geredet habe. Ja, das habe ich getan. Ich habe dieses Video eigentlich gerade schon mal aufgenommen. Allerdings hat das mit dem Ton nicht richtig funktioniert. Deswegen machen wir jetzt Versuch Nummer 2. Und ich heiße euch herzlich willkommen zu FIFA. Tja, ich will mich fokussieren auf Sportspiele. Den Beginn macht FIFA. Ich plane eventuell noch NHL irgendwann zu bringen, aber dieses Spiel habe ich noch nicht. Deswegen beschränken wir uns jetzt erstmal auf FIFA. Die Tage stehen noch nicht genau fest, an welchen Tagen was kommt. Ich weiß ehrlich gesagt auch noch nicht genau, an welchem Tag dieses Video hier kommt. Deswegen, ja, gehen wir jetzt erstmal rein, würde ich sagen. Ich mache die gleichen Einstellungen wie eben. Wir starten mit Bernd Hollerbach, der, denke ich, ganz gut passt zu unserem Team für diese Karriere. Wir beginnen in der zweiten Bundesliga mit dem Verein, der bei mir am nächsten dran ist, Hannover 96. Mit der Heinz von Heiden Arena. Und jetzt bin ich ein bisschen zu schnell vorgegangen. Denn unten rechts seht ihr nochmal kurz unser Trikot. Unser Transferbudget liegt bei 27,6 Millionen. Der Vereinswert hat 99,34 Millionen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns gleich wieder. Wenn wir im Menü sind, über die Einstellungen für diese Karriere, reden wir dann gleich. Denn da gibt es ein paar Besonderheiten. Also bis gleich. Damen und Herren, hier ist der neue Trainer. Da sind wir jetzt also. Wir werden kein Vorbereitungsturnier spielen, haben wir auch eben nicht gemacht. Und die erste Besonderheit, die seht ihr jetzt schon. Und zwar ist das Transferfenster im Sommer geschlossen. Das bedeutet, wir arbeiten mit dem, was wir haben. Und ich habe wieder so einen guten Jugendspieler, wie ich eben gerade schon mal hatte. Diesmal ist es Becker. Gefällt mir sehr gut. Passt auch sehr gut rein ins Team. Kann man eigentlich sofort hochziehen. Ich kenne das Team jetzt natürlich schon, weil ich es gerade eben schon mal gesehen habe. Novak hingegen lasse ich erstmal noch im Jugendteam. Und so. Und wir gucken uns mal kurz Ziel an. Eine Serie von 3 Siegen in Auswärtsspielen sollen wir erreichen. Wir sollen Meister werden, Runde letzten 16 im Pokal und ja, 3 wichtige Spieler als Ersatz für 2 Verkäufte verpflichten. Gehen wir auf die Mannschaft. Ich stelle alles genauso ein wie eben gerade. Im Sturm wird bei mir Nielsen spielen. Im offensiven Mittelfeld spielt Schaub. Besuschkow geht für Köhn in die Startelf, beziehungsweise nicht ganz, denn Köhn geht für Krainz in die Startelf. So, jetzt muss hier erstmal kurz rumsortiert werden. Dem rückt raus aus der Mannschaft, Weidand rückt rein, Kerk rückt rein und Ernst rückt rein anstatt Stolze. Dann machen wir das nämlich so rum, dann passt das. Eigentlich müsste ich das hier unten jetzt auch sortieren, aber das ist aufwendig. Ja, hier sehen wir auch schon, unser größtes Problem ist die Innenverteidigung. Da haben wir nur 2 Ersatzspieler, genauso wie die Linksverteidigung, wo wir nur Celebi haben. In der Rechtsverteidigung sind wir mit dem und Moruya eigentlich ganz gut besetzt. Da kann man mal rotieren, wenn man merkt, der eine funktioniert nicht richtig. Und ich nehme Becker direkt in die Startelf, denn der ist ein bisschen besser als Leopold. Leopold würde ich gerne mitnehmen. Ergibt sich aber nicht so wirklich. Kann man aber eventuell immer mal wieder mitnehmen, je nachdem, wer der Gegner ist und wie das Team funktioniert. Kommen wir zur Taktik. Wir spielen Zweitliga-Fußball. Sobald wir den Ball verlieren, sofort wieder drauf. Wir laufen relativ hoch an. Das ist vielleicht nicht unbedingt Zweitliga-Fußball. Aber wir wollen hier ein schnelles Spiel haben in der zweiten Liga. Deswegen schneller Aufbau, Läufe in die Spitze. Direktes Passspiel können wir hier natürlich nicht machen. Ist halt nur zweite Liga. Aber das Ziel ist natürlich ganz klar der Aufstieg. Das Training werde ich offscreen machen. Wir werden in dieser Folge auf jeden Fall das erste Spiel machen. Ron-Robert Zieler verlängere ich nicht. Ich verlängere Weinkauf. Also das erste Spiel werden wir auf jeden Fall machen. Ob wir noch ein zweites hinzunehmen, weiß ich noch nicht genau. Damit plane ich eigentlich jetzt nicht. Ich plane damit, dass wir nur das erste Spiel der Saison machen. Und da gucken wir dann auch gleich, welches das ist.
Erstmal verlängern wir aber schnell die Spielerverträge. Das können wir machen, obwohl natürlich das Transferfenster deaktiviert ist. Burner werde ich nicht verlängern, genauso wenig wie Zieler. Die sind mir beide ein bisschen zu alt. Moroja wird aber nochmal verlängert für ein Jahr. Dem wird auf jeden Fall nochmal verlängert. Wahlbrecht will ich auch erstmal nicht verlängern. Der ist zwar noch jung, aber aktuell habe ich nicht das Gefühl, dass der unbedingt das Potenzial bietet. Und Dua hingegen verlängere ich. Verdammt, jetzt hat er eine Freigabesumme. Genau, das wollte ich eigentlich nicht. Egal. Evina verlängere ich nochmal. Mit dem kann man vielleicht noch ein bisschen was machen. Wird sich zeigen, wie oft wir ihn auch zu Einsätzen kriegen. Ansonsten, Kerk muss auf jeden Fall verlängert werden, auch weil er die Freigabesumme weg muss. Da müssen wir jetzt dann auch ein erstes Mal in die Verhandlungen reingehen. Ja, du bist ganz wichtig. Er wird auch immer wieder zu seinen Einsätzen kommen, das steht definitiv fest. Ein Jahr will ich ihn gern nochmal verlängern. Er bekommt keine Freigabesumme bei mir. Und wir sind Zweitligist, wir müssen sparen, deswegen kürzen wir sein Gehalt ein bisschen auf 15.000. Wenn du einen Einstiegsbonus haben willst, kürzen wir es auf 13.000. Dann versuchen wir es mal so, ob er das so annimmt. Schaub. Ich will auch eine Freigabesumme. Warum die alle eine Freigabesumme wollen, weiß ich nicht. Fühlen sich wohl, haben wohl Angst, dass man in Hannover nicht so weit kommt. Okay, der will sogar Schlüsselspieler sein. Das wird auch sein. Ist bei mir eigentlich in der Startelf relativ gesetzt. Eventuell kann es natürlich sein, dass wir ihn manchmal so ein bisschen rausrotieren, um vielleicht auch ein bisschen Abwechslung in die Startelf reinzubekommen. Aber dazu mir Gelegenheit, um sein Gehalt auch ein bisschen zu kürzen auf 17.000. Ja. Ja. Um halt auch ein bisschen, vielleicht mal den Gegner ein bisschen überraschen zu können und auch ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Erstmal müssen die ganzen Freigabesummen jetzt weg. Weidand wird auf jeden Fall nochmal verlängert, spielt aktuell in echt eine Mega-Saison bei Hannover. Deswegen auch eigentlich gesetzt bei mir. Celebi muss nochmal verlängert werden. Bei dem muss auf jeden Fall die Freigabesumme. Ach ja. Wahlbrecht lasse ich erstmal die Freigabesumme und Dua. Habe ich auch aus Versehen die Freigabesumme gegeben? Stolze. Dem habe ich gerade eine Freigabesumme gegeben? Ach nee, der hat das einfach nur nicht aktualisiert. Okay. Gut, dann gucken wir jetzt mal, wer unser erster Gegner wird mit Hannover. Wir simulieren erstmal so zu diesem Spiel vor. Eben gerade war es der SV Sandhausen, aber der Spielplan variiert halt immer und immer wieder. Ja, auf die beiden Nachrichten habe ich jetzt nicht geantwortet. Wie eben gerade, ich habe es einfach wieder vergessen. Und dieses Mal wird allerdings unser erster Gegner Magdeburg sein. Die Frage ist, spielen wir auch. Wir spielen es aber auch zu Hause. Ich rufe währenddessen erstmal die Scouts zurück. Die brauchen wir eh erstmal noch nicht. Also, wir spielen wieder zu Hause. Das ist schon mal das Gute. Das eventuell schlecht ist, dass es diesmal ein anderer Gegner ist. Danke, dass Sie alle gekommen sind. Aber die Wenn es Fragen gibt, Pressekonferenz dürfen nehmen wir Sie auf die jeden jetzt Fall stellen. mit. Der Kader ist stark. Damit kann man auf jeden Fall was machen. Das Team will Meister werden, aber Selbstvertrauen wird dafür entscheidend sein. Er spielt bei uns, er hat keine Vertragsverlängerung abgelehnt. So, ich darf mich bei. Und dann setze ich jetzt einen kleinen Cut und dann hören wir uns gleich wieder, wenn wir ins Spiel reingehen gegen den ersten FC Magdeburg. So, hier sind wir jetzt also. Wir sehen die Mannschaft aus dem Bus steigen zum Saisonauftakt, zum ersten Heimspiel der Saison im Regen in Hannover. Zweitliga-Auftakt gegen den ersten FC Magdeburg in der Heinz-von-Heiden-Arena. Spieltag Nummer 1 steht an. Uns erwartet eine große Aufgabe nach der letzten schwierigen Saison, die Hannover hatte. Und da wollen wir jetzt so einiges besser machen in der Rolle von Bernd Hollerbach.
Hier sehen wir Ron Robert Zieler, unseren Kapitän, in der großen Choreo nochmal. Ihr hört mich jetzt noch im Live-Commentary. Das ändert sich, sobald dann gleich Anstoß ist. Ein unvergessliches Debüt. Paul Becker, ja, unser Rookie. Ihr habt es eben gesehen, wir haben ihn aus der Jugendmannschaft hochgeholt. Feiert sofort sein Debüt hier gegen den ersten FC Magdeburg. Und jetzt wird sich zeigen, wie gut er schon jetzt ist. Und jetzt wird sich auch zeigen, wie gut wir sind. Denn Magdeburg ist direkt mal kein extrem einfacher Gegner. Aber ihr hört es im Hintergrund. Die Fans in Hannover machen schon voll Stimmung, stehen voll hinter der Mannschaft. Und wollen natürlich von uns einen Sieg zum Auftakt. Sobald das Spiel dann gleich läuft, wird es nachkommentiert und zusammengeschnitten. Hier sehen wir aber erstmal die Aufstellung. Das ist zunächst einmal unsere Aufstellung. Die kennt ihr bereits mit Kunze im defensiven Mittelfeld. Besuschkow, Becker, Luis Schaub, Nielsen und Bayer vorne drin. Bayer die Leihgabe aus Hoffenheim. Und da sehen wir rechts auch nochmal unsere Bank. Auch die kennt ihr natürlich schon. Gucken wir auf die Elf vom 1. FC Magdeburg. Im Tor Reimann. Davor Gnacker, Bitroff, Kalkutata, Attik, Schuller und Chika spielen im Sturm. Conde, Müller, Krempiki. Im Mittelfeld, Pikini ist der Rechtsverteidiger. Den konnte ich eben nicht ansprechen. Die Namen waren wahrscheinlich zum Großteil falsch ausgesprochen. Ich habe keine Ahnung von Magdeburg. Ich kenne die Spieler überhaupt nicht. Und jetzt geht's dann los und dann hören wir uns gleich bei der ersten Szene wieder. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Spiel. So, da sind wir jetzt also im Spiel drin und wir springen in die vierte Minute. Die erste Situation dieses Spiels ist ein Angriff über die rechte Seite. Bayer, der den Ball an der Strafraumkante bekommt, in die Mitte spielt. Und Luis Schaub, der da mal einen ersten Versuch startet. Per Seid, Rückfallzieher. Ein guter erster Versuch, aber am Tor vorbei. War schon mal ein guter Beginn. Für uns hier im eigenen Stadion, auch wenn es hier noch nicht reicht. Wir springen in die achte Minute, denn es geht hier direkt Schlag auf Schlag. Das ist der erste Angriff von Magdeburg. Zunächst noch einmal verteidigt, aber Magdeburg kriegt nochmal den Ball, kriegt ihn in die Mitte gespielt. Einmal geblockt, zweimal geblockt. Aber wir kriegen die Pille nicht raus und dann ist es die große Chance für Magdeburg. Aber Ron Robert Zieler auf der Linie verhindert das 0:1. Die Szene hier läuft jetzt ungeschnitten weiter, denn es gibt direkt den Angriff über Besuschkow auf Nielsen. Der steckt ihn zurück und Besuschkow kriegt ihn nicht in die Mitte gespielt, gibt nur Ecke in der 12. Minute. Aber es ist schon früh ein offener Schlagabtausch in diesem Spiel. Die darauffolgende Ecke bringt keine Gefahr ein, gut geklärt von Magdeburg, aber noch nicht hundertprozentig befreit. Deswegen der Distanzschuss von Besuschkow, aber sicher gehalten von Reimann. Aber wir geben nicht nach, versuchen den nächsten Angriff zu spielen, der allerdings verteidigt ist. Es gibt allerdings daraus direkt die Kontersituation für Magdeburg, die nicht schlecht gespielt ist, aber am Ende dann nicht zum Tor führt, da der Abschluss dann nicht die gewünschte Gefahr bringt. Und weiterhin lässt sich diese Szene jetzt ungeschnitten laufen. Denn da kommt der Ball jetzt durch auf Nielsen. Und der hat die dicke Chance. Bayer im Nachsitzen per Kopf zur Führung in der 18. Spielminute. Führung zu Hause gegen Magdeburg 1:0. Und ich lasse euch mal kurz mit der Stimmung alleine. So, und wir sehen es, der erste Versuch von Nielsen war gefährlich, war aber noch stark gehalten von Reimann. Allerdings im Nachsitzen gewinnt dann halt Bayer dieses entscheidende Kopfballduell und macht in der 18. Minute sein erstes Saisontor und sein erstes Tor für uns. Und auch unser erstes Tor in dieser Saison.
Und ich lasse es wieder direkt weiterlaufen, denn Magdeburg hier mit dem Ballverlust. Der Ball kommt direkt durch auf Bayer. Und Bayer steht vor Reimann, aber starke Parade da. Flacher Schuss, stark rausgeholt, aber Nils nochmal und nochmal Bayer. Allerdings zweimal Reimann da. Und diesmal kriegt es Magdeburg geklärt. Sprung in die 25. Minute. Nächster Angriff über Moroja, über die rechte Seite. Da ist Becker, der das Ding durchsteckt zu Nielsen. Und damit die erste Vorlage seiner Karriere macht, denn Nielsen stellt in der 26. Minute auf 2:0. Ein ganz, ganz wichtiges Tor für uns in dieser Partie. Magdeburg, 2 hinten, wir 2 vorne. Genauso haben wir uns das vorgestellt. Und genauso muss es weitergehen für uns. Wenn Magdeburg jetzt keine Lösungen findet, in diese Partie zurückzukommen, nach 26 Minuten. Allerdings kommt dann mal wieder Magdeburg. Aus dem Einwurf heraus spielen sie sich dadurch. Irgendwie kommt keiner richtig in den Zweikampf. Und dann macht Magdeburg hier in der 30. Minute tatsächlich den Anschlusstreffer und kommt zurück in diese Partie. Es ist ein Einwurf, der die ganze Nummer einleitet. Es ist auch vielleicht nicht sonderlich gut von uns verteidigt da. Da keiner richtig in den Zweikampf kommt, da auch keiner wirklich Anstalt macht, einen Zweikampf zu gewinnen. Neumann versucht noch reinzugrätschen. Zieler ist absolut machtlos im Tor. Das hat Magdeburg mal schön gespielt und ist plötzlich zurück in dieser Partie und hat wieder Hoffnung in der 30. Minute. Die nächste Aktion gehört allerdings wieder uns. Nach einem Angriff von Magdeburg kommen wir in eine Kontersituation über Nielsen. Das ist Luis Schaub. Und Bayer, der plötzlich frei durch ist und frei vor Reimann steht und auf 3:1 stellt. Sofort Magdeburgs Hoffnungen wieder zerstört, noch vor der Halbzeit. Wieder auf eine 2-Tore-Führung gestellt. Ganz, ganz wichtiges Tor. Und wir sind in der ersten Halbzeit auf Kurs Sieg im ersten Heimspiel, am ersten Spieltag gegen den Aufsteiger. Müssen jetzt aber natürlich die Ruhe bewahren, um Magdeburg hier nicht zurückkommen zu lassen, um Magdeburg hier nicht wieder Hoffnung zu geben und nicht doch noch irgendwie diesen Sieg zu verlieren. Nachspielzeit erster Hälfte. Noch mal eine Ecke von Luis Schaub. Allerdings auch diese bezeichnen für unsere Ecken in dieser ersten Hälfte ungefährlich. Und damit gehen wir in die Halbzeitpause. Mit dieser ersten Halbzeit können wir definitiv mehr als zufrieden sein. Führen 3:1. Da sehen wir auch noch mal Nielsen, der eine super erste Halbzeit gespielt hat. Ein Tor gemacht bei 3 Schüssen. Alle seine 3 Schüsse gingen aufs Tor. Und hat ja mit einem dieser Schüsse auch das 1:0 direkt eingeleitet. Also Nielsen definitiv einer der Besten auf dem Feld in der ersten Hälfte. Da sehen wir nochmal kurz die Statistiken. Man sieht, wir sind eigentlich in allen Belangen vorne. Und dann gehen wir jetzt rein in die zweite Hälfte und gucken mal, was noch passiert. Und öffnen tun wir wieder diese zweite Hälfte mit einem super Pass zu Bayer. Schon in der 50. Minute, aber er kriegt keinen Druck auf diesen Schuss. Deswegen verhindert Reimann das 4:1. In der 59. Minute allerdings kommt dann auch mal wieder der FC Magdeburg mit einem Ball in die Mitte, den wir nicht richtig verteidigt kriegen. Und dann geht das Ding plötzlich durch. Kein Abseits. 60. Minute, Magdeburg ist wieder zurück im Spiel und macht das 3:2 und will hier zumindest noch einen Punkt haben. Über Abseits hätte man streiten können, war aber kein Abseits, weil es Majuko aufhebt und Zieler ist da einfach chancenlos aus der Distanz, versucht alles, was er kann, um daran zu kommen, aber nix zu halten für ihn. Also für uns jetzt wieder die Konzentration aufrechterhalten. Allerdings kommt in der 70. Minute wieder Magdeburg. Eine verpasste Grätsche da. Und plötzlich hat Magdeburg ein bisschen Platz auf der rechten Seite. Moroja verliert den Zweikampf.
kommt dort nicht richtig in den Zweikampf und plötzlich ist der Attic, der vorm Tor steht. Und das 3:3 erzielt tatsächlich für Magdeburg in der 72. Minute. Eigentlich nach der ersten Halbzeit aus dem Nix, dass Magdeburg hier nochmal zurückkommt in dieses Spiel. Aber in der zweiten Hälfte haben sie sich erarbeitet und machen mit 2 Chancen 2 Tore. Auch hier Zieler wieder absolut machtlos. Vielleicht nicht mal vielleicht nicht unbedingt machtlos. Geht halt in die kurze Ecke, in die Torwart-Ecke. Aber auch hart geschossen. Dann sehen wir hier die 2 Wechsel. Neumann und Kunze sind gegangen. Und stattdessen kam nochmal Ondua. Und ein neuer Innenverteidiger. Da war nämlich geplant, dass wir das 3-2 verwalten. Hat nicht so funktioniert. Allerdings 90. Minute nochmal Köhn mit einem Angriff, nochmal mit einer Riesenchance. Legt das Ding allerdings rechts am Tor vorbei. Reimann hätte keine Chance gehabt. Aber es reicht nicht, um hier den 4:3 Siegtreffer kurz vor Schluss zu machen. In der 93. Minute kommen wir dann nochmal vors Tor mit einer Riesenchance. Reimann ist da nochmal der Ball vorne rein, aber der Schiedsrichter pfeift ab, weil Ernst auch im Abseits war. Und damit bleibt es beim 3:3. Wir nehmen den Punkt mit aus diesem ersten Spiel, kann man mit leben, während wir einen schwebenden Ball sehen. Ist aber vielleicht nicht ganz das Ergebnis, was wir uns erhofft haben. Und dann gehen wir jetzt zurück ins Live-Commentary. Alles in allem würde ich sagen, ein sehr interessanter Auftakt. Von meiner Position jetzt bin ich allerdings trotzdem etwas enttäuscht vom Ergebnis. Wir hatten mehr Ballbesitz, wir waren die bessere Mannschaft und am Ende spielst du trotzdem nur 3:3. Dieser Abpfiff hat mich auch ein bisschen gestört gerade, weil Kerk eigentlich im Strafraum war und dann einfach abgepfiffen wird. Aber gut, was sollen wir jetzt machen? Müssen wir jetzt mit leben? Dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Erstmal das Interview. Ja, ich würde sagen, vom Grundprinzip her ist ein Remis okay, man kann drauf aufbauen. Ist nicht das unbedingt das Ergebnis, was ich mir gewünscht hatte, aber ist halt gut. Aber natürlich verstehe ich auch, wenn die Mannschaft da frustriert ist. Und natürlich wollen wir auch gerne jedes Spiel gewinnen. Also, das ist klar. Sonst würde man hier nicht spielen, wenn man nicht jedes Spiel gewinnen will. Während ich mir gerade nebenbei überlege, ob wir noch den zweiten Spieltag mitnehmen oder ob ich hier die Folge beende. Komm, den zweiten Spieltag, dann haben wir ein Auswärtsspiel und ein Heimspiel in der Folge. Nehmen wir den zweiten Spieltag noch mit gegen den Karlsruher SC auswärts und beenden dann danach diese erste Folge. Ein Punkt haben wir, Karlsruhe hat das erste Spiel verloren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder im Spiel zum zweiten Spieltag auswärts in Karlsruhe. So, da sind wir also in Karlsruhe. Ich habe auf der Bank ein bisschen was verändert, eben gerade noch vor dem Spiel im Vergleich zum Spiel gegen Magdeburg. Das werdet ihr aber gleich dann in der Aufstellung sehen. Die Startelf selbst ist die gleiche, die das 3:3 zu Hause gegen Magdeburg geholt hat. Mit der erhoffe ich mir, heute hier gegen Karlsruhe diesen Sieg zu holen. Gibt also nur Veränderungen auf der Bank, keine Veränderung in der Startelf. Nein, stimmt nicht ganz, jetzt wo ich es gerade sehe. Eine Veränderung gibt es in der Startelf, die ihr vielleicht gerade schon erspähen konntet. Aber sonst jetzt auch gleich dann in der Startaufstellung sehen werden. Aber zuerst gucken wir natürlich jetzt gleich auf die Startaufstellung von Karlsruhe, wenn sie mir hoffentlich gezeigt wird. Ja, da haben wir sie. Im Tor Gersbeck, davor Jakob, Gondorf, im defensiven Mittelfeld Wanicek, Jensen, Choik, Jung, Rock, Rapp und Kaufmann sind die beiden Stürmer. Franke, Jung und O'Shaughnessy in der Innenverteidigung bzw. in der Verteidigung noch bei Karlsruhe. Gondorf ist dort der Kapitän und sie spielen dieselbe Formation wie wir im 4-1-2-1-2.
Mal sehen, wie der KSC damit zurechtkommt. Und das ist jetzt unsere Aufstellung. Im Tor Zieler bleibt unverändert. Da sehen wir die einzige Änderung. Dem rückt in der Rechtsverteidigung rein. Da ich da im letzten Spiel beim 3-3 die Schwachstelle gesehen hatte, da war der entscheidende Fehler. Deswegen rückt Dem da jetzt hin. Und auf der Bank rückt Teuchert aus der Mannschaft. Stattdessen kommt Schäfer was, glaube ich, mit. Und das ist die Mannschaft, die hier in Karlsruhe das Ding jetzt richten soll. Dem soll für mehr defensive Stabilität sorgen und eventuell auch offensiv nochmal ein bisschen Druck reinbringen. Soll Karlsruhe unter Druck setzen. Und dann sehen wir, wie das funktioniert. Und dann sehen wir uns gleich bei der ersten Szene in diesem Spiel. Ich wünsche euch auch hier natürlich wieder viel Spaß in Karlsruhe. So, und dann gehen wir jetzt rein ins zweite Spiel. Wir springen diesmal in die 7. Minute. Gehen ein wenig weiter als beim ersten Mal und sehen die erste Riesenmöglichkeit. Über die linke Seite und darauf folgend die erste Ecke direkt schon in der 8. Minute. Aber daraus entsteht nur ein Konter für Karlsruhe. Und dieser Konter wird gefährlich, denn da kommt Jakob über links, spielt das Ding auf Kaufmann. Und der legt den nochmal rüber zu Jakob, der das Ding dann ein bisschen weitergeleitet bekommt. Aber Zieler mit einer Supertat klärt das Ding zur Ecke. Auch wenn es da schwach verteidigt ist von Dem, der den Ball auch so ein bisschen auflegt da. Zu dieser Riesenmöglichkeit. Und Zieler dazu zwingt, diese Riesenparade rauszuholen. Im Gegenzug allerdings kommt Dem, der das Ding einfach mal in die Mitte spielt. Bayer mit der nächsten Riesenmöglichkeit, pariert allerdings vom Karlsruher Keeper. Und daraus entsteht aber direkt der Gegenzug über Kaufmann, der das Ding in die Mitte legt auf Choi. Aber Zieler ist mit der nächsten Megatat da. Bisher die beiden Torhüter, die Helden dieses Spiels, nach 16 Minuten halten das 0:0 für beide Teams. Die darauffolgende Ecke bringt für Karlsruhe nichts ein. In der 24. Minute kommt allerdings Karlsruhe zum nächsten Mal. Über Wanicek. Und der ist zunächst mal verteidigt, aber Wanicek kann sich da irgendwie durchsetzen. Und wieder ist es Zieler, der das Ding aus der Ecke fischt und zur nächsten Ecke klärt. Dann mal wieder ein Angriff von uns über Besuschkow auf Nielsen. Und Nielsen scheitert an Gersbeck im Tor des KSC in der 28. Minute. Weiter 0:0 in einem offenen, ausgeglichenen Spiel. Und dann hier Besuschkow mit einer Grätsche, die bei weitem zu spät kommt. Und da kann Karlsruhe was draus machen über Jung, der über rechts kommt. In die Mitte spielt auf Jensen und dann verpasst in der Mitte, ich glaube Choi war's, ganz knapp um Millimeter. Zieler wäre chancenlos gewesen. Nächste Riesenchance für den Gastgeber. Und da haben wir es auch nochmal gesehen. Besuschkow, der da noch gelb für seine Grätsche bekommen hat. Und dann dieser Fehler von Zieler. Und Karlsruhe will diesen Fehler natürlich sofort ausnutzen. Tut das auch. 33. Minute. Der KSC geht mit 1:0 in Führung. Es ist zunächst natürlich ein Torwartfehler von Zieler, aber dann ist es eben auch nicht gut verteidigt. Und Rapp bringt uns hier früh in Rückstand. Allerdings natürlich noch viel Zeit, um nochmal zurückzukommen. Es ist sein erstes Saisontor in der 33. Minute. Aber davon wollen wir uns natürlich jetzt nicht unterkriegen lassen. Sondern wollen möglichst schnell Antworten finden. Und deswegen läuft diese Szene jetzt auch ungeschnitten weiter. Weil wir eben direkt versuchen, Antworten zu finden. Das ist Köhn auf Bayer. Das ist Nielsen. Und da steht Dem in die Startelf reingerückt und sofort die Antwort gefunden. 36. Minute, 1:1. Dem macht das Tor. Ausgerechnet Dem ist es, der im ersten Spiel keine Einsatzzeit bekommen hat, nicht mal in der Mannschaft dabei war und jetzt bringt er uns zurück in diese Partie. Bitter für Karlsruhe, die gerade im ersten Führung gegangen waren, umso besser für uns, da wir die Freude von ihnen sofort brechen konnten wieder.
Und da sieht man Bernd Hollersbeck jubeln. Also, ab der 33. Minute kommt dieses Spiel in Fahrt. Wir springen allerdings direkt zum Ende der ersten Hälfte, denn in der ersten Hälfte passiert nichts mehr weiter. Es bleibt beim 1 zu 1 in einem sehr, sehr spannenden, ausgeglichenen Spiel zur Halbzeit. Und da sehen wir nochmal den Torschützen, dem zwei Schüsse gehabt, einer davon drin. Der andere Schuss hier nicht mit dabei gewesen. Das war ein Schuss aus der Distanz, der knapp drüber ging. Fand ich aber nicht unbedingt zeigenswert in diesem Fall. Und dann können wir hier nochmal sehen, dass Nürnberg gegen Sandhausen gleichzeitig zur Halbzeit führt und gehen dann rein in die zweite Hälfte gegen Karlsruhe, wo Karlsruhe von rechts nach links jetzt spielt und wir eben von links nach rechts. Und in der 48. Minute gibt es schon den ersten Angriff von uns über Nielsen. Und der eröffnet die zweite Hälfte mit dem Führungstreffer. Was ein Angriff! Einfach mal durchgesteckt und Nielsen, der das Ding aus der Luft einfach in die lange Ecke schiebt und komplett den Jubel ausbricht, da vor den eigenen Fans jubelt, mehr oder weniger vor den eigenen Fans. Keine Chance für Gersbeck. So eröffnet man die zweite Halbzeit richtig. Da sehen wir nochmal seinen Jubel. Und die Szene läuft jetzt auch wieder ungeschnitten weiter. Denn Karlsruhe verliert sofort den Ball an Nielsen. Karlsruhe wirkt wie geschockt von diesem schnellen Rückstand in der zweiten Hälfte. Dem lässt den Ball nicht ins Aus kullern. Becker kriegt die Möglichkeit, sich da durchzusetzen. Spielt das Ding in der Mitte auf Bayer. Und der erhöht sofort. 50. Minute. 3 zu 1. Karlsruhe in Schockzustand. Nach einer so ausgeglichenen ersten Halbzeit direkt zwei Nackenschläge zu Beginn der zweiten Halbzeit. Besser hätten wir diese zweite Hälfte nicht beginnen können. Und wieder ist Gersbeck machtlos, wieder das Ding in der langen Ecke. Und wieder ist es, muss man eben auch sagen, nicht gut verteidigt vom KSC. Und auch dem ist wieder beteiligt. 3-1, 50. Minute. Und jetzt dauert es ein bisschen länger. 60. Minute dauert es bis zur nächsten Aktion. Und da kann sich Schaub jetzt auf einmal durchsetzen und steht vor Gersbeck und überlupft ihn einfach zum 4 zu 1. Obwohl die erste Halbzeit so ausgeglichen war, kann Karlsruhe in der zweiten Halbzeit überhaupt keine Gegenwehr mehr leisten. Und wir spielen es jetzt eigentlich nur noch nach Hause, hat man das Gefühl. Denn das ist jetzt schon eine souveräne Führung mit drei Toren. Aber wir haben gesehen, was gegen Magdeburg passiert ist. Da dachten wir auch, es wäre eine souveräne Führung. Und dann kam Magdeburg nochmal zurück in diese Partie. Das dürfen wir auf keinen Fall jetzt nochmal zulassen. Dann die Wechsel, Becker geht. Und Bezuschkow geht, bereits gelb verwarnt gewesen. Stattdessen kommen Leopold und Ernst in die Partie. In der 71. Minute dann auch mal wieder der KSC nach einer langen Phase, wo nichts passiert ist mit dem neuen Powerschuss. Rapp ist es, der da den Doppelpack macht. Nein, stimmt nicht. Wanicek ist es, der das Tor macht. Und Karlsruhe noch mal ein bisschen Hoffnung gibt. 4 zu 2 mit dem Powerschuss. Keiner kommt mehr dazwischen. Zieler ist machtlos. 122 km/h auf diesem Schuss. Will ich ganz sehen, wie das ein Spieler, ein Zweitligaspieler in echt macht, aber das lassen wir jetzt einfach so stehen. Und plötzlich ist Karlsruhe wieder voller Hoffnung. Wieder voll motiviert, hier nochmal was auszurichten. Wir sehen den nächsten Wechsel. Börner geht. Und stattdessen kommt Krunic. Auch Karlsruhe dann nochmal mit einem Wechsel, den ich allerdings aus Versehen übersprungen habe, weil ich zu schnell einen Anstoß machen wollte. Aber auch hier läuft die Szene jetzt wieder ungeschnitten weiter, denn wir kriegen direkt den nächsten Angriff über Kerk. Und der vergibt die Chance um Millimeter. Nächste Riesenchance. Gersbeck wäre wieder machtlos gewesen. Wir hätten sofort Karlsruhe wieder sämtliche Hoffnung rauben können. Aber das Ding knapp mit links
am Tor vorbei. 86. Minute, Dem kommt nochmal über die rechte Seite, spielt das Ding in die Mitte auf Weidand und jetzt kommt ein Megator von Weidand. Per Seitverzieher einfach ins Tor hinein. 5:2 und das ist ein wunderschönes Tor vom eingewechselten Weidand. Den macht man so auch nicht jeden Tag. Wieder mal stark gemacht von Dem da auf der rechten Seite und dann dieser wunderschöne Abschluss. Vielleicht sogar haltbar für Gersbeck. Aber am Ende beschwere ich mich nicht, dass er den nicht hat, denn den musst du auch erstmal so treffen. Mach dann Schritt zu weit nach links, deswegen kommt er nicht ran. Und das ist natürlich die endgültige Entscheidung so kurz vor Schluss in dieser Partie. Bei Karlsruhe geht dann nochmal Jung. Hat in der zweiten Hälfte kein gutes Spiel gemacht. Und dann der Sprung in die 90. Minute. Wir haben nochmal einen Freistoß bekommen. Eigentlich nur noch der Versuch, das Spiel runterzuspielen. Aber Dem steht dann nochmal an der Strafraumkante und haut das Ding Volley in die lange Ecke. Und bei dem Ding ist Gersbeck absolut machtlos. Dem mit vielleicht der Leistung seines Lebens. 2 Vorlagen, 2 Tore. Macht man auch nicht jeden Tag. Und so ein Tor macht man eben auch nicht jeden Tag. Was ein Tor. Volley mit Vollspann über Gersbeck hinweg. Unter die Latte in die lange Ecke hinein. Souveräner Sieg gegen den KSC. Und das sollte auch die letzte Szene dieses Spiels gewesen sein. Denn da ist der Schlusspfiff. Wir gewinnen mit 6:2, also in Karlsruhe. Beenden die ersten beiden Saisonspiele mit einem Unentschieden und einem Sieg. Kann man mit leben. 4 Punkte. Aber mein Fazit gibt es eben gleich dann wieder im Live-Commentary. Hier sehen wir nochmal den Spieler des Spiels. Definitiv. Und ich würde fast sagen, aus meiner jetzigen Position, der kriegt im nächsten Spiel einen Startplatz. Aber jetzt zurück zum Live-Commentary. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich denke mal, mit diesen ersten beiden Spielen kann man doch ganz gut leben. Ein Sieg, ein Unentschieden. 4 Punkte, nicht die optimale Ausbeute, aber eine gute Ausbeute, noch ungeschlagen. So kann man durch diese ersten beiden Spiele durchgehen, würde ich sagen. Und dann gehen wir jetzt nochmal ins Interview nach dem Spiel. Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Ja, der Gegner hat das eigentlich nicht mal schlecht gemacht. Das Ergebnis spiegelt das nicht ganz wider. Deswegen hätten sie auch ein knapperes Ergebnis verdient gehabt. Wir haben halt unser Spiel gemacht. Wir konzentrieren uns halt nicht auf einzuspielen. Danke für das Gespräch. So, und dann sind wir hier jetzt zurück im Menü. Wir haben eine Nachricht oben. Das ist nur der Monatsbericht aus der Jugendmannschaft. Ja, an dieser Stelle beende ich jetzt erstmal die Folge, denn wie gesagt, ich werde offscreen das Training machen. Das werde ich dann in dieser Woche machen, bevor es dann zum nächsten Spiel geht. Gegen den SV Sandhausen im Pokal. Und ja, dann würde ich sagen, seid hoffentlich dann wieder dabei im Pokal gegen Sandhausen und gegen wen auch immer es dann noch geht. Von hier aus würde ich mich jetzt erstmal verabschieden und würde sagen, ciao, ciao und bis dann.